Ja, ist unsere Kehrmaschine, die für morgen grundsätzlich den Termin hatte. Die haben die heute schon angeliefert. Das ist schon groß, ne? Ich glaube, dass wir da auch, wenn wir weiterhin fleißig und fleißig und Gas geben, dass wir das auch noch irgendwie, in welcher Form auch immer, noch lange machen dürfen. Ne? Guten Morgen. Junge, ich habe gerade keine Luft gekriegt. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir Freitag. Ganz kurz, Entschuldigung, was ist das für ein Geräusch? Das haben wir schon die ganze Woche irgendwie morgens gehört. Ja? Ja. Das hört sich an, als würde man so eine Rakete, so eine Pistole oder so ein Gewehr laden, ne? Ja, das ist ein Tool. Boah, jetzt erwischt mich aber ganz früh am Morgen, ne? Gut. Wir haben ja gar relativ viele Händler und die Händler haben Geräte zum Lesen und zum Schreiben und diese kaufen wir natürlich auch dazu. Wir haben verschiedene Systeme, aber jedes System hat mehr oder weniger so ein Master- und Slave-System. Das heißt, wir haben den Master, mit den Geräten können wir hier auch arbeiten, also unsere Autos lesen und schreiben. Die lesen die Dateien einfach offen. Ja, das sind offene Binärdateien. Die können wir lesen, so also ein Prozessordatei, eine MPC-Datei und. So, das sind alles Binärdateien. Unsere Händler haben von den gleichen Geräten kodierte Slave-Geräte. Also wenn wir jetzt zum Beispiel so ein CMD-Flash, und das ist auch immer das CMD-Flash, Mastergerät haben, auf unserer ID haben wir jetzt ein paar Händler, die dann halt auf dieses kodierte Gerät eine Slave-Datei haben. Und damit kann ich, wenn die eine Datei lesen, die Datei entpacken, dann ist es, wenn sie entpackt ist, ist es genauso wie bei uns als offenes gelesenes File eine offene Slave-Datei. So können unsere Händler oder unsere Händler können halt immer nur die Datei einmal pro Auto verwenden und einmal pro Fahrgestellnummer. Und dieses Klacken ist halt alle 24 Stunden muss das Gerät ins Internet, um einmal sich wieder freizuschalten. Warum macht das System das? Du hast halt Händler, die dann irgendwann gesagt haben, so, schick mir mal ein paar Files und ich zahle sie nicht. Weltweit, deswegen gibt es das System. Ne? Also es ist halt so, es ist und haben immer weiter fleißig mit dem Gerät gearbeitet und haben sich dann umgeschrieben auf andere Master und. Mittlerweile ist das so, alle 24 Stunden muss das Ding an den Server, macht dann klack, klack, dann geht es grün, auch ein Master. Und dann kannst du wieder damit arbeiten und bist freigeschaltet. Wenn du das halt nicht hast, kannst du halt dann nicht mehr mit arbeiten. Sprich, jetzt hat der Händler in Timbuktu bei uns die Rechnung nicht bezahlt. Dann können wir online in die Cloud gehen, können das Gerät anklicken, sagen hier, das schalten wir zu. Und kann auch nicht umkodiert werden auf jemand anderes. Oder die Subscription, also die Updates sind abgelaufen und dann kannst du nicht mehr mit arbeiten. Ja, das hört sich halt... Es ist auch wenn wir jetzt gerade schon dran sind, wir verwenden CMD, wir verwenden DIMM-Sportgeräte, einmal OBD, einmal Boot, wir verwenden sogar einen Byte-Shooter, wir verwenden sogar das Piazzini, wir verwenden das Autotuner-Gerät. Also es gibt fünf große, das ist wie Audi, BMW, Mercedes. Ne? Fünf große Systeme, die auch teilweise sich ergänzen. Ja. Deswegen, der Dongle ist hier. Das ist kein Gerät, damit kann ich nichts machen. Das ist einfach, das Gerät sieht genauso aus wie das Gerät unten, aber es ist einfach geschlossen und ist nur zum Dongle. Hier ist ein Dongle, hier ist ein Dongle, hier ist ein Dongle. Das ist mein Byte-Shooter-Dongle für meine Byte-Shooter-Geräte. Also deswegen. Ja, Freitag habe ich schon gesagt, morgen. Heute steht an 10 Uhr, kommt auch eine Gruppe, ähnlich wie am Mittwoch. Es ist eine Gruppe, die zusammenkommen, diesmal mit drei Fahrzeugen, ein Cayenne 4,2 TDI, ein Ducato Multijet und ein Golf 6 GTI Edition 35. Dazu kommt noch nachmittags ein Seat Cupra Ateca und es kommt noch ein Audi RS6 4 Liter TFSI 2015er Modell. Kommt sogar, glaube ich, aus der Schweiz oder aus Österreich. Und dann werden uns heute auch schon die zwei LKWs angeliefert, wo wir vielleicht schon dran gehen, die aber für morgen terminiert sind. Wir werden die letzten Züge an dem Mercedes C300 machen für den Trackday, den wir nächste Woche
Dienstag haben mit unserem Kunden. Da werde ich auch noch die Teaminfo heute fertig machen. Es kann sein, dass der Mansur schon anfängt am Boot oben. Das weiß ich noch nicht. Aber es ist, wird auf jeden Fall für einen Freitag nicht langweilig. Sonst, hast du noch irgendwas, was dir auf dem Freitag... Ich glaube, was hat das mit dem Pokal ja auf sich? Also, das ist der vierte Platzpokal von unserem FVT2 VLN-Einsatz dieses Jahr mit unseren Fahrern Bernd Weber, Sascha Hanke, Nick Hanke und Alexander Meixner. Da sind wir beim 6-Stunden-Rennen Vierter in der Klasse geworden. Den haben wir gestern bekommen. Gestern war ja RCN und Daniela war oben und hat die irgendwie übergeben bekommen. Aber die kriegen natürlich die Fahrer. Obwohl, der wird mir auch gut stehen, ne? Ja. Oder? So? So? Nein. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich gebe jetzt mal Gas. In 2 Stunden kommen die ersten Kunden. Ich habe noch ein paar Datenstände zu machen und Kaffee habe ich mir gemacht. Da hinten kommt richtig Regen. Ah, ich habe gestern Abend, habe ich bis 23:30, eben nicht. Ich habe den Livestream, habe ich hier geguckt, deswegen liegt auch noch das HDMI-Kabel da hinten. Den 24-Stunden-Livestream habe ich geguckt. Lecko funny, ne? Ich meine, das ist jetzt schon sehr lange her, wenn ihr das Video seht, aber die haben sich ja da ein paar Mal richtig zerbombt, ne? Der Falken Porsche kaputt, ein HRT, Mercedes, deswegen haben sie auch abgebrochen kaputt. Ich glaube, 3-4 Autos haben sich da weggeschmissen. Boah, aber ist schon cool, so von hier hast du einen PC an, streams, guckst noch auf dem iPad, dann die ganze Zeit Live-Timing. Und auch Respekt an Franz mit einer 811, da auf Pol zu stehen mit dem Lambo, muss man ihm gönnen, ne? Ich habe ihm 2 Satz Felgen geliehen. Wir haben 2 Satz, was? Deswegen. Ja, er hat 2 Satz Felgen von uns und hat er sich geliehen fürs Rennen und die Auspuffanlage, die leise Auspuffanlage hat er von uns geliehen bekommen, noch als Ersatz. Der fährt ja nicht mit, aber als Ersatz hat er die bekommen. Ja gut, also komm, lange Rede, kurzer Sinn, auf geht's. Das läuft doch wie am Schnürchen. Ist schon was groß, ne? Ja. So, weiter. Stopp und jetzt zurück. Ah ne, komm mal nach vorne. Komm mal nach vorne. Stopp. Perfekt. Ist doch was größer wie gedacht, wa? Ja, ist unsere Kernmaschine, die für morgen
grundsätzlich den Termin hatte. Die haben die heute schon angeliefert. Ja, und das ist auch wieder ein geiles Beispiel dafür. Das ist schon ein langjähriger Kunde oder ein Verband, wie man es auch immer nennen soll. Das ist kein Privatkunde. Also doch, ist ein Privatkunde, aber ein großer Verband. Und da haben wir machen schon seit 4-5 Jahren für diesen Zusammenschluss Leistungsoptimierung bei den Kehrmaschinen. Und jetzt hat er einfach mal gesagt, du, die Dinger laufen seitdem wir zusammenarbeiten, deutschlandweit, kann man auch so sagen, laufen eure Optimierung super, aber wir würden jetzt einfach mal gerne sehen, was haben die denn so auch an Leistungen. Ist in der LKW-Optimierung immer zweitrangig, gerade für Kaufleute. Aber wir haben hier teilweise bei den Kehrmaschinen pro Stunde, die rechnen das halt auch oft pro Stunde aus, reden wir hier wirklich von 6 Liter weniger. Und ja, heute, weil das ist der Stützpunkt oder der Standort von der Firma ist relativ nah bei uns, relativ nah. Und haben gesagt, komm, da ist jetzt wieder eine Optimierung fällig für ein Fahrzeug, mach das nochmal bitte mit einer Eingang- und Ausgangsmessung. Dafür gibt es auch ein eigenes Video, aber das nehmen wir heute mal im Vlog auch mit. Und mein Vater hat es jetzt gerade draufgefahren, weil Fabi ist gerade auch noch im Stress. Und das ist schon was Besonderes. Und wir sind ja noch mit unserem Prüfstand relativ neu gerade. Und das ist schon groß, ne? So eine Kehrmaschine. Aber haben wir ganz gut hingekriegt und weiter geht's. Ein Gast aus der Schweiz, einen Audi RS6 4 Liter Biturbo, Modelljahr aus 2016. Kein aktuelles Modell, aber nicht weniger cool. Auto kriegt bei uns noch reine Software Stage 1. Wir gehen jetzt mal kurz auf die Autobahn, 100-200. Fabi ist nämlich gerade noch mit einem anderen Fahrzeug am Prüfstand. Dann schauen wir mal, was so geht. Ne? Oder? Freust du dich? Du freust dich immer auf so schnelle Familienkombis. So, ist die Box an? Die Box ist an und ready to go. Ready to go? Die Geschwindigkeit sieht auch gut aus. Ja? Ja. Oh, 7,5. Wir sind auch schon wieder am Ende für diesen Freitag. Wir haben laut der Uhr knapp 20 nach 5. War auch eine gute Woche bis jetzt, oder? Wir haben echt viel gemacht und ich hätte wirklich gedacht bei der Woche, dass wir teilweise viel, viel länger brauchen, teilweise, dass wir länger hier sind. Aber es hat alles super gepasst. Und ich glaube auch, was uns gar nicht mehr so selber auffällt, da habe ich mich vorhin noch ein Gespräch mit Julian drüber gehabt und wir haben ja den Ben, der ist, ich meine, wenn ihr die Videos seht, ist schon was länger her, aber der Ben ist erst seit 4 Wochen hier. Wir haben hier so, sagt er, halt so abwechslungsreich und so facettenreiche Sachen, das wird so viel Spaß machen für ihn auch, der jetzt gerade hier als neuer Lagerist ist, der das halt so mitbekommt. Und wenn man sich das dann selber nochmal so ein bisschen auch vor Augen führt, ist das schon cool. Ne? Du gerade noch mit einer Kehrmaschine am Prüfstand Leistungsmessung gemacht und dann eine Minute später oder 5 Minuten später mit Chris bin ich gerade noch den RS6 mit 750 PS 100-200 gefahren. Und jetzt machen wir das, Motorsport. Also man muss wirklich sagen, ist einfach eine coole Sache, die wir hier machen dürfen. Und ich glaube, dass wir da auch, wenn wir weiterhin fleißig und fleißig und Gas geben, dass wir das auch noch irgendwie, in welcher Form auch immer, noch lange machen dürfen. Ne? Und das zeigt halt auch diese Corona-Nummer. Dadurch, dass wir so aufgestellt sind oder uns aufstellen und versuchen, uns breit aufzustellen, dass wir halt irgendwie immer irgendwo was zu tun haben können. Ne? Wenn das halt nicht funktioniert mit Motorsport, weil, ne, keine Leute mit Geld da sind, die das bezahlen wollen oder keine Partner oder keine Sponsoren für ein eigenes Projekt. Gut,
Dann muss man da gucken, dass man die Kehrmaschinen oder die LKWs mehr ans Laufen kriegt oder weitere Projekte oder. Was ihr diese Woche gar nicht gesehen habt, und das ist ja schade, das ist das einzig Schade an der Woche, Beroun mit den ganzen Feuerwehr- und Sonder-Kfz-Umbauten. Warum habt ihr das nicht gesehen? Wir haben das jetzt über ein Jahr gemacht. Das läuft auch, wenn es gemacht worden ist, von der Vertriebsseite und von der Auftragslage her sehr gut. Nur ich muss euch sagen, ich habe noch nie so viele Probleme in der Technik, in der Umsetzung gehabt, wie mit dieser Abteilung. Wir haben in einem Jahr 4 Leute, 3 neue Mechaniker geholt, die alle nicht mehr da sind, weil es einfach nicht gepasst hat technisch. Und manche Mechaniker wie so ein Flo oder wie so ein Fabi oder Mitarbeiter hier wie ein Frederik, die sind schon seit 7, 8 Jahren hier. Also es liegt jetzt nicht wirklich an uns, sage ich mal. Ja. Es ist einfach ein Speziell. Und wir haben fast wöchentlich irgendwelche Autos gebaut und haben so oft nachbereiten müssen oder wir haben viel zu lange gebraucht oder das Verständnis war nicht da. Wir haben letzten Monat gesagt, so stopp, wir machen die Autos fertig, dann teilweise Mansur oder einen Flo aus der Motorsport schnell noch die Sachen fertig gemacht. Nächste Woche Donnerstag, also in einer Woche, in 6 Tagen, fängt ein neuer Mechaniker an, den wir mehr oder weniger abgeworben haben von einer Firma, die das halt mit 400 Personen macht. Das ist eine Riesenfirma, die nur Sonder-Kfz für Feuerwehr, Polizei und macht. Und er wird bei uns das Feuerwehr- oder das Sonderumbaufahrzeuggeschäft machen. Und ich hoffe, dass das dann einfach funktioniert und wir auch dann wieder mehr in den Vertrieb einsteigen. Wir haben sogar, wenn er jetzt kommt, schon 4 Autos zu bauen. Ja, das fehlt sogar in der ganzen Woche noch. Aber das wird dann auch wieder funktionieren, hoffentlich. Und diese Person sollte es mal weniger zu tun sein, wo ich von nicht ausgehe, weil seitdem wird Beroun machen, die technische Umsetzung, haben wir theoretisch jeden Tag zu tun. Soll das mal nicht so sein, ist das auch jemand, der hat auch Erfahrung im normalen Bereich, der kann in Straßenabteilung mithelfen, der kann Fahrwerke einbauen, der kann im Prüfstand dann bedienen und, aber er will hauptsächlich bei uns Beroun machen. Aber wie gesagt, nur mal das zu dem Thema, falls es nicht schon einer gefragt hat in den letzten 4 Videos von der Woche jetzt, warum wir keine Sonder-Kfz-Umbauten gemacht haben. So, ich bedanke mich für heute. Wir sehen uns morgen am Samstag wieder. Da steht an MAN TGX, ein Scania R730 Serienleistung, 730 PS Serie und ein Mercedes Antos 580 und ich glaube ein Vito. Morgen am Samstag. Und ja, ich werde jetzt noch schnell Sport machen und in 30 Minuten geht schon das Top-Qualifying los. Das werde ich mir aus dem Fitnessstudio aus angucken, am Nürburgring. 24-Stunden-Rennen ist ja gerade, Top-Qualifying. Fängt um 17.50 Uhr an. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank und bis morgen.